Was geht YouTube? Mein Name ist Babylon und wir werden heute besprechen, was der Artikel 13 ist und was mit diesem Kanal passiert. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr erstmal alle eingeschaltet habt. Ja, der Artikel 13, ne, der wurde jetzt in Kraft gesetzt und was der Artikel komplett ist, das müsst ihr mal in YouTube nachschauen oder einfach googeln. Ich weiß halt so viel, dass der jetzt durchgesetzt ist von, also nur in Deutschland und in Frankreich. Die haben sich wohl die Hand gegeben und haben gesagt, jo, wir machen jetzt mal hier den Artikel 13 aktiv. Alle anderen Länder haben das nicht gewollt, kriegen den auch nicht und somit sind wir im gefangenen Land, könnte man so sagen. Ja, was heißt das jetzt für den Kanal? Kann ich noch nicht ganz sagen. Ich bin am Hoffen, dass er nicht komplett gelöscht wird, aber wäre irgendwie unwahrscheinlich von YouTube. Denn wir Let's Playen ja nur Spiele und so weiter und so fort und machen ein wenig Frage-Antwort-Spiel und halt auch Informationen wie dieses Video. Ja, die Frage ist aber trotzdem noch, wie das denn ablaufen wird. Wahrscheinlich wäre das dann so, dass wir die Spielemacher erst fragen müssen, ob wir dieses Spiel Let's Playen dürfen, streamen dürfen, etc. Und da kommen wir auch zum Streamen, ob wir dann noch streamen komplett dürfen oder eingeschränkt oder gar nicht. Das ist halt die Frage. Aber die wird sich in den nächsten Tagen hoffentlich klären, weil am Mittwoch wird das Gesetz, der Artikel 13, dann natürlich auch im Gesetzbuch stehen. Soweit ich es weiß, jetzt von informationstechnisch her. Und da müssen wir auf jeden Fall noch abwarten. Ansonsten folgt mir auf Twitter, da werde ich dann, falls irgendwas passiert, nochmal reinschreiben. Ansonsten werde ich da auch nochmal ein Video machen, falls ich die Gelegenheit noch dazu habe und der Kanal nicht weg ist. Wollen wir mal nicht auf den schwarzen Peter hoffen. Nichts gegen Peters. Ja, gut, ne? Ich glaube, das war alles, was ich zu sagen habe. Also ich bin nicht so begeistert, weil zuerst war das halt so vor ein paar Monaten noch so, ja, das wird eh nicht durchgesetzt, dies, das, ananas. Nun sieht es halt anders aus. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ja. Gut, dann will ich nicht mehr lange um den heißen Brei reden und ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare, lasst sie einfach mal da, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr über dieses Thema hier denkt und ja, ansonsten abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.